immer gedacht, dass im Herbst generell jetzt so Gartenarbeit, dass man Sachen irgendwie neu pflanzt oder so, die Zeit schon vorüber ist. Stimmt aber gar nicht, gell? Das ist richtig. Und auch das, es verändert sich ja farblich. Also der gesamte Garten, das Chlorophyll, dieses Grün in den Blättern, zieht sich schön langsam zurück, um ja Energie zu sparen in dieser Winterzeit. Und es kommen diese herzlichen Töne zum Tragen. Ja, genau. Und was genau man da aber noch verschönern kann, das kann bei uns wieder mal nur einer wissen, und zwar unser Gartenexperte, der Markus Burkhardt. Das Lässige am Herbst ist ja, dass wir Gärtner so ein bisschen frei haben schon, weil es ja dem Ende zugeht. Da können wir mal so richtig genießen. Und was mir im Herbst also taugt, dass es einfach ein paar richtige super Highlights noch gibt. Und wenn ich sage Highlights, dann meine ich das also, weil die erleichtern uns noch mal so richtig den Herbst. Und da werden wir sich ein paar Stauden auspicken. Und ich hoffe, ich finde ein paar, die noch nicht jeder kennt. Leider immer noch viel zu selten verwendet, weil es, glaube ich, ein bisschen ein Geheimtipp noch ist, sind die ganzen Knöteriche, der gehört dazu. Wer sich jetzt wundert, wieso der so rosarote Elefantenrüssel hat, braucht sich nicht länger wundern, weil die Sorte heißt Pink Elephant. Und das Coole ist, der fängt wirklich im Sommer zum Blühen an. Wir haben jetzt Spätherbst und der ist richtig prächtig noch. Jetzt habe ich was für die, die so überhaupt nicht genug kriegen können von der Blüte im Herbst. Das ist die sogenannte Japan-Chrysantheme. Und für alle, die gern Zungenbrecher einstudieren, habe ich jetzt was Nettes. Die heißt botanisch Nipponanthemum nipponicum. Kann man sich einmal probieren. Und das Coole an der Pflanze ist, erstens einmal die Blüte ist wirklich extrem spät. Zum Teil fängt sie erst im Oktober an, blüht dann bis zum Dezember, wenn das Wetter passt. Also echt was Interessantes, extrem späte Blüte. Für alle, die so ein bisschen ein Nostalgie-Flair im Garten haben wollen, ist ein Fuchserl, die Sorte Tenella. Und die ist deshalb interessant, die kann ich im Garten lassen, die ist winterhart. Man sieht es nur ein bisschen, speziell die ersten Winter oben die Wurzel schützen mit so einer Laubdecke. Aber ansonsten ist das ganz eine unproblematische Staude, die mit unserem Klima kein Problem hat. Im Gegenteil, sie wird richtig ein schöner, üppiger Strauch, aber sie mag es recht sonnig. Was das gut tut, die Sonne jetzt im Herbst, das ist so schön und so angenehm. Ja, und wenn wir so viel haben, dann darf man sich ruhig ein bisschen was stellen, muss ich sagen. Weil die Bienen, die mögen das auch noch ganz gerne jetzt im Herbst. So, da haben wir es jetzt, da unsere Schätze aus dem spätherbstlichen Staudengarten. Bitte alle Männer, jetzt machen wir was, das bringt eh zusammen. Dann könnt ihr mal sagen, wie man einer Frau eine Freude macht. Bevor ich anfange, brauche ich noch eine entscheidende Zutat. Ein ganz schönes Laub vom speziellen Baum, das hole ich mir jetzt noch. Das ist übrigens wirklich ein besonderes Laub, nämlich von der amerikanischen Roteiche. Man sieht sehr, dass das Eichenlaub ist. Und das finde ich deswegen so lässig. Das tut sich nicht großartig verformen, wenn es trocknet. Ja, Laub sollte mal fürs Erste reichen, und sonst müssen wir sich noch was holen. Hochtechnische Zutaten, 2 Preiselbeerdosen, bitte vorher ausessen. Die hat übrigens noch einen Boden drinnen, die kommt da drauf. Viele ahnen jetzt schon, wo die Reise hingeht. Es wird eine lange Reise. Fazit, es beginnt langsam Spaß zu machen. Jetzt ein denkwürdiges Blatt. Wieso? Das letzte. Das kann halt nur der Herbst, gell? Mit solchen Formen, das Flammen, das ist gewaltig. Wenn
ihr da nicht Lust bekommt, auch im Herbst in den Garten zu starten. Ja, die Deko-Tipps gleich mit dazu, wunderbar. Alles in einem. Einen Aufreger wollen wir jetzt an.